Hallo zusammen, ich bin Christa und hier im Maradojo gebe ich Functional Training, Kobudo und Selbstverteidigungskurs. Heute zeige ich eine Variante von der Kata Fukyugata Shodan, und zwar mit der Sei. Es ist geeignet auch für Karate-Kas und Kobudo-Kas. Ich zeige so, wie man es macht auf begrenztem Raum. Los geht's! Hashimasu! Sai no Fukyugata. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Details zu den Techniken. Erstens, wenn ihr keine Sei habt, dann könnt ihr auch sehr gut mit irgendeinem Stock, Holzstock oder Schussstock, oder das hier ist ein Rohr, etwas üben. Wir haben es so in der Hand, dass der Zeigefinger gestreckt ist, die kleinen Finger, die drei kleinsten Finger sind rundum, der Daumen über dem Mittelfinger. Und der Stock läuft in Richtung Ellbogen. Bei allen, vor allem Abwehrtechnik oder auch bei den Zuckis, muss man schauen, dass der Stock hier am Unterarm bleibt und dass es auch immer der äußerste Punkt ist. Also zum Beispiel bei Gedan Uke Unger, dass das hier wirklich der äußerste Punkt ist. Hier bei Abwehr Jodan auch hier oben drauf, oberster Punkt. Bei Zuki läuft hier unten durch Richtung Ellbogen. Genau. Gut. Dann fangen wir schon an. Erste Technik: Gedan Uke. Aushaubewegungen so. Ich versiete wie ein X. Der Oberarm ist hier der 90-Grad-Winkel, der Unterarm ist gestreckt. Und von hier wird der Unterarm gerade zurückgezogen. Im oberen Arm macht ihr so eine Halbkreisbewegung gegen unten raus. Gleichzeitig wird die Hüfte geöffnet. So, genau. Wie du siehst, ist hier der äußerste Punkt. Die drücken hier raus und sogar noch leicht gegen vorne. So, genau. Das halbe Weg. Zweite Technik, Shodan Tsuki. Gerade gegen vorne, ich habe noch meinen Oizuki. Wir sind jetzt hier aber aufgestellt mit der Hand. Die nicht 90 Grad drehen, sondern gehen vom Finger zu dieser Position, zu geradeaus dieser Position. Dass wir hier nicht in Versuchung kommen, dass wir uns hier irgendwie stechen mit der Seite. Geradeaus. Anders als im Karate haben wir jetzt hier die Hüfte, die wir nicht am Schluss verrenken, sondern halten so offen, also mit der Hüftbewegung, Hüft auf, zeigen vorne schießen und jetzt dem Schluss noch fixieren. Es darf sogar passieren, dass der Arm wieder ganz leicht zurückkommt. Wir dürfen ihn dann nur halten. Mein Ziel, ja, wie sonst gehen hier Plexus hoch. Technik, Shodan Uke. Hier wie eine AG-Uke. Ein bisschen steiler vielleicht. Los, gleichzeitig machen wir am Schluss noch ein bisschen ziehen. Wir gehen hier mit dem Unterarm in die Mitte vom Körper unten rauf. Wir gehen hier einen Angriff, zum Beispiel von einem Stock, abfallen, der hier ist, und die dann
noch leicht den Stock fixieren. Ja. Dann kann ich mit die Unterarm rauf und die ziehen. Ziehe in Linie hier vom Seil. Letzte Technik, Jordan Nuki. Wir gehen hier die Fußhöhle an die Hüfte, die Hand eindrehen, die Spitze zeigt schon die Richtung, wo wir den Weg gehen. Und gehen vorne die ausdrehen. Ausdrehen, bis die Seite ganz leicht überdreht ist. Macht also 180 Grad Drehung. Oder ein bisschen das Ziel hier. Die, die wieder keine Seil haben. Für die, die keine Seil haben, nehmen wir wieder den Stock. Wie wir jetzt den vorne holen, ist es so, dass der Zeigefinger geht hier drüber loslassen und ihn vorne holen, sodass die alle vier Finger Stock greifen und der Daumen hier auf dem Stock ist. Wieder Zeigefinger drüber, gegen aussen ablegen. Und hier zurück in die Position, Zeigefinger gestreckt. Zeigefinger drüber, vorne holen. Daumen in die Mitte. Immer in die gleiche Richtung. Seite. Finger drüber. Hier eindrehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald im Marudojo.